Willkommen zurück zu Void Train. Ja, wir haben jetzt das nächste Depot erreicht. Hier scheinbar können wir hier auf beiden Seiten was erforschen. Hier ist unsere Questmarke. Jedenfalls glaube ich aber, dass wir hier auch noch irgendwas finden können. Hier ist irgendeine Maschine. Was mir aber gerade noch ein bisschen stört noch, ist, dass wir so wenig Space haben, um irgendwas zu lagern. Wir haben ja nur 4 Slots pro Kiste und dann, wenn wir uns noch ein Regal bauen und nochmal 2 Kisten oder so, dann kommen wir, glaube ich, ganz gut aus. Ich sehe nicht, wie rum die Kiste ist. Jetzt, okay. Glücklicherweise beide richtig rumgebaut. Wir haben die Verbände hier, ein paar Chems rein. Metallkiste haben wir hier, ne? Holz können wir stacken. Biostoff können wir braten. Wir haben hier auch noch gebratenen Biostoff, ein bisschen Eis. Hier so ein, das machen wir einen Platz jetzt, dass wir auch alles mitnehmen können. Räume ich hier mal aus. Das nehmen wir mit. Ja, du hast nichts mehr, ne? Haben wir noch genug? Ne, wir haben... Achso, ich habe das Holz gerade weggelegt, aber... Baukasten. Die Rohstoffe in dieser Kiste werden nicht gespeichert, wenn du das Depot verlässt, ohne sie abzuholen. Ah. Okay. Aber was macht das denn für einen Sinn? Munition. 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 Ach, die gibt es wahrscheinlich überall und die können, da können wir dann das Zeug in unseren Zug packen von da aus, nehme ich an. Alles, was wir hier finden. Oh Gott, dieses Spiel, das sieht auch echt gut aus. Mir gefällt ja die Machart auch sehr gut. Okay, hier ist nichts mehr. Aber ich denke mal, wir können hier... Oh Gott, ich... Ich habe es gerade schon vor mir gesehen, wie wir hier irgendwas vergessen und ich hier komplett die Fassung verliere. Weil wir es nicht mitgenommen haben. Ja, da siehst du schon Inventar voll. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Lager als das hier. Wir brauchen Eisenbahn und Schrauben. Eisenbahn hier. Halt, ich will ja was basteln. Eisenbahn. Hier sind noch 3. Holz. Und dann brauchen wir Schrauben. Hier liegt noch mehr. Hier liegt... Hä, ist das respawned oder habe ich es doch nicht aufgesammelt? Achso, Munition. Hä? Nicht genug Chips? Oh Götter, hier ist so ein Gambling-Automat. Regal. Regal auf Y. So. Du. Und du. Aber der Sound ist irgendwie noch doppelt drin. Holz und Eisenbahn. Oh Gott. Ja gut, wir haben hier noch. Wir haben. Ja, das reicht bestimmt für 5. Hier ist echt so cool. Ist hier irgendwie? Nee. Schade. Ob es hier irgendeinen Modus gibt für Screenshots, wollte ich gerade gucken.
Was müssen wir eigentlich bauen? Kisten. Ach, dafür war das. So. Wir können zwei bauen und, ach so, ich kann das nicht mehr tragen, weil die hier voll ist. Oh Mann. Na klar, ich hab's verstanden. Bang, bang. Watashiba. Oh ne. Nein, ich habe das jetzt nicht getauscht, oder? Da kann man tauschen. Da kann man Material tauschen. Ja, aber warum tauschen wir nicht einfach Metall gegen Holz? Tausch mal ein Stack. Ah. Nee, das gibt's für Holz und das gibt's für Eis. Biostoff. Eis für Metallschrott. Ich glaube, ich spinne. Metallschrott. Hier, der Wurzelmat, das hier auf dem Fett, wa? Ah, Wasser können wir auch kochen. So, wir brauchen noch Eisen. Eisenpuppeisen. War ja klar, jetzt laufe ich ständig hin und her, ne? So, du, 10. Dann machen wir 5. Eisenpuppeisen. So, jetzt haben wir da aber ein kleines Lager aufgebaut für uns. Mit einem kommen wir wahrscheinlich nicht so weit. Eine Wasserflasche. Verband. Biostoff. So, was haben wir hier? Metall. Holz. Chemie. Das passt nicht zusammen. Holz. Chemie. Das sind wir. So. Das ist aber was zu futtern. Biostoff. Wo habe ich das Chemiezeug hin? Hier. So, können wir es decken. Hier ist noch Holz. Essen. Hier. So. Bearbeitetes Zeug. Weiß auch nicht. Wir haben noch Wasser. Ich hätte gern ein größeres Inventar. So, da ist jetzt aber nichts mehr. Gut, dann lass uns mal gucken, was da so auf uns wartet. Was hier? Hallo? Oh, die Atmosphäre ist auch super cool. Okay, jetzt ist das meiste voll, ne? Außer diese Explosionsraketen. Ist das ein Raketenwerfer? Hallo? Piep? Piep? Hallo, ist jemand hier? Hallo? Oh! Oh Gott, die kommen ja direkt. Der ist tot.
Der ist auch tot. Der ist auch tot. Ey, eure Köpfe gucken da raus, ihr wisst das schon, oder? Hm. What's that sound? Is there someone else in here? Chip? Was ist mit euch los? Revolvermodul? 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 Revolvermodul, okay. Heißt das, wir können die Waffe dann so modden wie bei Fallout, oder? Ja, die waren jetzt nicht so freundlich und sich aber auch bewegt wie Holz. Muss ich zugeben. Oh, aber das Spiel ist so schön. Ich habe hier voll das Gefühl, ich würde irgendwas hier rumeiern hören, so rumschleichen. Wie so ein Hund, der so hechelt und so. Rumeiern. Okay, ich glaube. Wir haben da alles. Da können wir noch rein und da hinten, weil es noch sowas wie so ein Altar, aber. Was ist das denn? Hier ist eine Rune drauf. Opfert mich! Opfert mich! Oh nein. Ist auch cool, wie die Waffe so seitlich bewegt, wenn wir um die Ecke gehen. Ah, hier ist ein Radio. Tief. Wow, das sieht ja irgendwie nicht so cool aus alles. Hau erstmal immer auf alles drauf, dann geht's schon. Ja, genau, der Hammer. Meine Hände sind im Tisch. They think we're connected to someone. Huh. We got here on a scientist trolley, through his portal. We're using his notes. We're following his trail. Maybe that's who they're talking about. Verlasse das Depot. Okay. So weit, so gut. Ach ja, wir können jetzt nochmal gucken, dass wir vielleicht da was ausbauen. Weil wir haben ja hier wieder so ein Depot-Dingens. Da können wir vielleicht auch gucken. Waggon. Waggon hinzufügen. Modul bauen. Waggon verbessern. Modul bauen. Ne, das ist hier das. Da können wir noch gar nicht mehr. Waggon hinzufügen. Da könnten wir einen zweiten Waggon quasi dranhängen. Wenn wir was haben für Teile? Ist das was Spezielles oder können wir das schon bauen? Komponenten. Da brauchen wir, da war ein Lager und eine Feder abgebildet. Ja, das verbessern, was kostet das? Zwei Eisen, zwei Kolben. Na,
Wir haben ja noch Holz. Und Schmiere brauchen wir, ne? Schmiere. Das wird auch aus den Chems hergestellt. Wo habe ich die denn? Dann waren die hier. Soweit. Ah, hier. Was können wir jetzt damit machen? Schwer Fass, Henry. Schwerer Rahmen. Ablegen. Muss ja noch eine Waffenwerkbank oder so geben, wenn wir sowas bekommen. So, das hätten wir. Eisen auch. Das geht ja flott. Zwei Kolben und wie viel Eisen? Ich pack das jetzt da mal so viel rein, wie geht. Ich pack das jetzt mal rein. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich habe jetzt noch mehr. Wir haben jetzt hier dreimal Wagen. Hier ist nochmal was. Chip. Oh, das. Ey, ich will da spielen. Ah, Holz. Dreimal. Okay, cool. Na dann. Wir haben jetzt hier auch nichts mehr rumliegen, ne? Ich denke nicht, dass wir hier noch irgendwas rumliegen haben. Ich check trotzdem jedes Eck hier. Hier ist alles clear. So. Wir haben noch einmal Schmiere. Da haben wir hier so ein Kistchen, ne? Da kann das. Die Chemis haben wir hier unten gehabt. So. Good old Hupe. Was machen Arts? Okay, das haben wir alles. Das haben wir, das haben wir. Was sagt denn die Nebenquest? Vielleicht können wir hier im Depot noch. Verlasse das Depot, ja. Nutze Verbände. Ja. Okay. Ich habe Verbände benutzt. Und jetzt geht die Quest weiter, oder? Erforsche und baue den Garten. Ja, das können wir uns als nächstes setzen. Ja, das sind die. Eine Schraube, ein... Ist das nur so Biostoff, oder? Haben wir hier was? Ah, hier haben wir. Eine Schraube, oder? Ah, hier haben wir noch Schraube. Zack. Garten. Aber dafür erstmal... Ne? Das kostet uns zwei Holz und zwei... Zwei will ich mir leisten, mehr noch nicht eigentlich.
Und jetzt? Produktion. Hier ist ein Garten. Zwei Schrauben, zwei Biostoff. Zwei Schrauben, zwei Biostoff. Zwei Schrauben. Ich muss mal öfter speichern, glaube ich. Aber ich glaube, das Game speichert auch automatisch. Aber Biostoff haben wir, glaube ich, keinen mehr. Eis gegen Biostoff eintauschen da noch. So, jetzt haben wir zumindest einen. Dann fehlt uns noch ein. Oder was ist hier? Nee, hier ist die Waffe. Schmiere. Ja, hier. Futterkiste. Schrauben. Ja, wo war die Kiste mit dem Metall hier? Ja, wir haben so wenig Holz, ne? Naja. Kurzer Blick auf die Uhr. Über 20 Minuten. Würde ich sagen, bevor wir wieder in die Void gehen, ist ein guter Zeitpunkt, um einen kurzen Cut zu machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ich würde mich auch wirklich riesig freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.